Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und heute mit einem ganz besonderen Schiff. Wie ihr seht, eine Preview von dem Tier 5 Schlachtschiff Texas. Ja, dieses wird jetzt ganz neu ins Spiel eingeführt. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, aber wohl auch nicht mehr allzu lang. Leider kann ich euch nicht sagen, wann es genau soweit sein wird, weil die Information habe ich selber nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns das Schiff doch mal an. Texas eben Tier 5 Schlachtschiff. Der erste Super Dreadnought der US Navy. Er wurde stark überarbeitet, um den Schutz vor Torpedos und die horizontale Panzerung zu steigern. Während des Zweiten Weltkriegs erhielt sie eine starke Flakbewaffnung. Ja, also 1914, da seht ihr, ist schon ein paar Tage alt. Die Module. Wir haben hier natürlich eine 1,8 Schussfeueranlage oder Feuerrate, Dauer für die 180 Grad Kehre der Bewaffnung 60 Sekunden, also wirklich lang, da solltet ihr dementsprechend euch einstellen darauf und das dementsprechend vielleicht auch gegensteuern. HE-Granatenhöchstschaden 5000, AP-Granatenhöchstschaden 10.300. Der Rumpf 49.100 Points, Panzerung 19 bis 305. 15,6 Kilometer kommt die ganze weit und Höchstgeschwindigkeit 20,5 Knoten, also da etwas langsam. Ja, die Bewaffnungen, Modifikation 1, diese oder auch diese und hier Nachladezeit der Hauptbatterie wird damit zwar erhöht, aber die Drehgeschwindigkeit wird deutlich verbessert und die werde ich auch für dieses Video einbauen oder auch natürlich hier die Antriebsmodifikation steuern. Getriebemodifikation oder Schadensbegrenzungssystemmodifikation Teil 1. Ja, zum Äußeren. Das ist die Standardtarnung. Wie ihr seht, wir können die mal ausbauen. Ja, ansonsten würde sie so ausschauen. Es gibt auch noch diese, diese, diese oder eben diese Tarnung, die vielleicht für den Epileptiker oder auch den geneigten Augenfetisches die schwierigste sein wird. Wir nehmen aber natürlich und bleiben hier bei der Standardtarnung. Ansonsten, Überlebensfähigkeit haben wir schon gesehen, Hitpoints, Panzerung ist bekannt. Wir haben 5x2 Kanonen, 2 vorne, 3 hinten und ihr seht, Brandwahrscheinlichkeit nach HE, Granatentreffer 30%, das ist unglaublich viel, aber natürlich auch dementsprechend, man muss auch erstmal HE laden. Und durch die Modifikation sehen wir jetzt in Anführungszeichen nur noch 52,2 Sekunden, dafür aber auch nur noch 1,6 Schuss. Sekundärbewaffnung 6x127 mm, Feuerreichweite der Hauptbatterie eben 15,6. Die Flakabwehr 32x120 mm, 115 Schaden, 159 Schaden bei 3,5 Kilometer oder auch 28 bei 3,5. Also die Flakbewaffnung, die ist wirklich nicht schlecht. Die Manövrierfähigkeit natürlich, aber eher mau, da glaube ich ist klar, sowie auch die Sichtbarkeit ebenfalls nicht richtig stark. Ja, ich denke, das waren genug Zahlen, Daten, Fakten und jetzt schauen wir uns das Schiff im Spiel an. Und da sind wir jetzt also auch schon, sehen hier das Matchmaking. Da sind wir mit unserem Fünfer gut bedient. Fünfer, Vierer, Dreier Gefecht. Also das sollte doch ganz positiv laufen. Und wie gesagt, an dieser Stelle sei erwähnt, mein erstes Gefecht mit eben dieser. Und dann legen wir mal los. Gehen gleich auf volle Fahrt. Habe ich eigentlich die, ja, muss ich alles an. Perfekt. Ich habe mich nur gewundert über die Stille. Und gerade mit diesem Schiff wird es umso wichtiger sein, schon mal grob dahin zu ämmen, wo ihr die Türme haben wollt. Und das wird bei mir Backbord sein. Reichweite eben jetzt hier schön zu sehen. Auch die Geschwindigkeit 9,10 Sekunden ist eine ordentliche Flugzeit.
Damit kann man arbeiten. Aber wenn man das hier schon direkt fühlt, direkt spürt, dann ist der Begriff Super Dreadnought definitiv richtig. Weil sie wirklich sehr, sehr behäbig ist. Aber natürlich am ehesten kann man das sofort an den Türmen festmachen. Also das heißt, da muss man wirklich das ganze Schiff mitdrehen, um hier da wirken zu können. Zwei Flugzeugträger auf Gegnerseite und auf meiner auch. Das ist natürlich das einzig Unangenehme mit so einem Schiff, das so immobil ist. Und ihr seht, volle Fahrt liegt an, schneller geht nicht. So, die sind zwar alle gar nicht so weit weg, die Jungs davon, aber eben leider so, dass ich noch nicht drauf komme. Jetzt direkt mal die erste Salve losgeschossen. Und den ersten 11.000er Schaden schon an den Mann gebracht. Ja, damit beklage ich mich jetzt mal definitiv nicht. Der Schaden kommt schon mal gut rum. Nun auf die Wyoming. Ah, da nur 3.000. Und ihr seht, selbst wenn ich nur minimal abweiche von dem ursprünglichen Kurs beziehungsweise die Türme dementsprechend ausrichte, habe ich hier gleich das Thematik oder die Thematik der Turmkehre. Da muss ich jetzt mal abdrehen, da ist einfach zu viel an Gegner und zu wenig an eigenem Team. Ich will noch einen Schuss drauf machen, bevor ich meine Türme ausrichten muss. Und da ist der erste Hit und da hat er auch noch ein Torpedo geschluckt. Und jetzt, wie gesagt, die Türme ausrichten. Hinten ist Gott sei Dank nicht ganz lang, vorne muss aber einmal rum. Schieß lieber auf die Kuma, aber und jetzt werden auch meine Flugzeugträger, also die sind ja direkt hinter mir, aber Gott sei Dank haben sie da gute Arbeit geleistet und haben hier mal das eine Schlachtschiff rausgenommen. Königsberg kommt ja recht weit, aber
Soweit dann Gott sei Dank doch nicht. Mir fehlt jetzt ein bisschen die Sicht auf die Gegner. Auf jeden Fall wird die Königsberg da sehr mutig. Und deswegen will ich es jetzt mal langsam an der Ähre packen und dementsprechend mal fertig machen. Da ist eine Omaha. Ist auch gar nicht so weit weg. Ich muss mich jetzt echt hier aufpassen, dass ich mich jetzt nicht in irgendeinen Schmarrn stürze. Ich hätte ja ganz gern die Kuma hier. Aber mein Team ist da echt an einer ganz doofen Stelle. Und jetzt habe ich da drei Gegner, die auf mich alle scharf sind. Und ihr seht, jetzt bekomme ich natürlich den dicken Schaden. Weil jeder jetzt wirklich auf mich wirken kann, wie er will. Komm schon, gib mir meine Schüsse. Komm, mach ihn weg! Einschlag bestätigt. Feueralarm. Ich muss unbedingt jetzt erstmal einen wegbekommen. Dreh, 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 dreh. Immer noch nicht genug. Es ist wirklich anstrengend. Der Schaden, den ich brauche, den kriege ich auch nicht wirklich. Und jetzt werde ich auch gleich weg sein. Ja, schade, schade, dass das Team da drüben so weit weg war, weil eigentlich habe ich einen guten Damage fahren können, aber ihr habt gesehen, vier Leute auf einen, da hinten die Wyoming nehme ich auch noch, das war dann einfach irgendwann too much, aber ich habe den Gegner wohl sehr gut abgelenkt. Aber unterm Strich kam da von meinem Team einfach viel zu wenig. Unterm Strich ist aber hier ein Sieg noch durchaus möglich. Aber jetzt haben sie erstmal die Gegner ihren Spaß mit unseren Flugzeugträgern. Schade, dass ich bei der Omaha und so weiter da keine Zitadelle rausnehmen konnte und sie da schön one-shotten. Ich hatte so ein bisschen das erhofft und erwartet, aber hat leider dann doch nicht geklappt.
Oh, die Torpedos, die kommen leider sehr, sehr gut. Ja. Oh, die verschwinden vorher. Was ein Dusel. Aber sie bekommen halt auch da keinen weg von den dreien. Oder in dem Fall eigentlich ja vieren. Auf die Horseshoe da die Torpedos komplett, aber die hat scheinbar abgebremst. Deswegen touchiert sie keinen einzigen. Nicht schlecht. Das Team ist jetzt am Captain. Keine ganz schlechte Idee. Ich würde einfach durchcappen, mich hinter der Insel verstecken und das Thema runterlaufen lassen. Aber die fahren jetzt leider auf die Gegner voll drauf, was jetzt nicht so clever ist. Natürlich haben die Omaha und die Kuma nicht mehr viel, aber eine volle Wyoming zum Beispiel darf man nicht unterschätzen. Aber jetzt ist ja der Cap so gut wie durch. Naja, okay, oder auch nicht, weil die Königsberg getroffen wird. Die Karlsruhe lässt sich als nächste dann die Captain. Und hinten ist die Nicholas rausgefahren. Und sobald die Karlsruhe schießt und jetzt offen ist, wird sie nämlich auch gedecapped. Oder? Nein, es ist der Sieg. Sehr schön. Ha, hat der Aufwand und die Mühen sich doch noch gelohnt. Leider, wie gesagt, keine Leistung und beziehungsweise Erfahrung für die Schiffe, die wir zeigen. Aber ihr seht, im Team bin ich auf Platz 1 gekommen und hatte 62.000 Schaden anrichten können. Und da sieht man, glaube ich, das Potenzial hat auf jeden Fall das Schiff. Also ich bin da selber sehr gespannt und für mich als alten Nicht-Schlachtschiffkapitän ist es aber sehr spannend zu wissen, wie kommt denn das bei euch so an? Gerade natürlich, weil es nicht so leicht zu spielen ist für jedermann, denke ich mal. Also lasst mir mal eure Meinung da. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.